Maxence Musaton, der Franzose, danach Joan Claret und dann Max Franz, auf den wir extrem aufpassen müssen. Dann gibt es erstmal eine kleine Präparierungspause, liebe Zuschauer. Es führt Vincent Kriechmeier vor Andreas Sander und vor Beat Feutz. Gehen die deutschen Festspiele hier in Cortina d'Ampezzo weiter? Das ist die große Frage. Das. Was hat das gemacht? Was war denn das für eine coole Nummer? Schau dir das an. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ja, unfassbar. Also auf einem Eislaufplatz. Norbert Schramm hätte seine Freude dran. Das Knie. Aber hat der das korrigiert? Ah, das linke Knie. Jetzt bin ich gespannt. Hier. Schau dir das an, Bernd. Alles in Ordnung. Und dann, Achtung. Ja, hier. Am Schwungansatz. Oh. Und zack. Ah, das schaut nicht gut aus fürs Knie. Überdreht. Aber wie hat der das korrigiert? Also das so zu retten, ein Bild, was in alle alpinen Jahresrückblicke eingehen wird, das ist unglaublich. Er liegt, schaut, er dreht sich an. Der macht einen 180 mit 120 km/h darüber.